So, okay, jetzt müssen wir in den Weinkeller. So, gehen wir hier durch. Lass Tom in Ruhe. Er fühlt sich nicht allzu gut. Allzu gut fühlen, was immer das heißen soll. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Hallo, Liebling. Oh, hallo, Lucius. Alle müssen gleichzeitig reden. So, Paschi, ich hole das volle Pfund aus dem Maul kommende Woche ab, ja? So. Ach, darf ich nicht nehmen von hier irgendwie was? Muss ich wirklich das mit Toms Dings machen? An der Flasche, an der er gerade trinkt? Was meinst du damit? Du glaubst, sie hatten eine Affäre? Hast du die Kassette schon gefunden? Hallo, Liebling. Willst du jetzt sagen, du hast keine Zeit kommende Woche, Paschi? So, Badezimmer. Wo war Toms Zimmer nochmal? Also das, wo er am Saufen ist, das Zimmer. Das ist das von meinen Eltern. Hier ist auch falsch. Warte mal, hier gab es ja das Guckloch irgendwo. Hier. Hier hinter. Da ist es. Hier kann man beim Baden beobachten. Das ist wirklich so ein Widerling. Alter, die Bilder. Einfach schrecklich. Na, hoppala, das muss ich wieder reinstecken. Ah, hier. Oh, Lucius. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Dein Geist ist zu stark für deine Kontrolle. Oh Mann! Bitte. Muss an die Flasche kommen. Ich muss jetzt allein sein. Oh, Lucius. Wie konnte sie das tun? Warum sollte sie so etwas tun? Brauche ich eine bestimmte Flasche? Ich brauche eine bestimmte Flasche. Ich dachte, du wolltest dich hinlegen, Mama. Wohlfühlen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie sich das anfühlt. Also, ich kenne nur das Gefühl Hunger. Hunger, Durst und müde. Ich glaube, als Mann braucht man auch nicht mehr Gefühle, kann das sein? Ich glaube, ich brauche aber eine andere Flasche. Dass ich ihm geben kann. wir machen heute, also ich würde sagen Open End. Ich weiß jetzt nicht, wie lange genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das Spiel hier durchkriegen. Ne, ich glaube, ich brauche eine Spitze. Aber danke für den Lurkheel und viel Spaß mit deiner Checkliste, wenn ich das so sagen darf. Und dann eventuell bis später. Aber bis 3 Uhr, glaube ich, werden wir nicht machen. So. Tom. Dass eine Karte auf dem Tisch sah. Wo ich die Kamera her hatte. Wo hatte ich jetzt nochmal die Kamera her? Stimmt, ich brauche ein Command. Für das mit dem Rücken. Beziehungsweise für Kanalpunkte. Bis 2 Uhr. Okay. Ja, ich versuche trotzdem jetzt mal. Meinen Rücken gerade zu machen.
Boah, das ist das Schlimme an dem Stuhl. Ich bin ja aktuell bei meinen Eltern mit dem Setup. Oh, warte mal. Bringen wir mal die Socken weg. Muss ja alles in den Waschraum, in die Wäschekammer. Du stehst schon seit 11 Uhr. Ja, ich brauche einen höhenverstellbaren Tisch. Den will ich haben, den brauche ich. Weil ich muss auch wirklich mal auch auf meinen Rücken achten und Schwein. Auch mal stehen. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. So, Hausarbeitsaktualisierung 10%. Und steht. Ja, aber ich brauche wirklich so einen höhenverstellbaren Tisch, dass ich auch mal mich hinstellen kann oder so. Das sagen aber auch viele, dass die so einen höhenverstellbaren Tisch haben, dass das die beste Anschaffung war, die gemacht hatten. Daher gehe ich mal von aus, so dass dann die nächste Investition, die ich mache, definitiv auch so ein Stuhl, so ein Tisch sein wird. Also Hehl, dann bei dir auf jeden Fall nächstes Donut-Ziel dann Stuhl, ne? Hast du sie gesehen? Oh, hallo Lucius. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich weiß nicht, wo die Kassette deiner Band ist. Man muss den Tisch halt auch nutzen, ja. Also ich würde es definitiv nutzen. Weil ich manchmal wirklich, ich muss manchmal stehen. Was meinst du, warum ich eigentlich so oft auch, eigentlich so oft Pause mache während der Streams und während der Aufnahmen? Weil ich wirklich stehen muss mal. Wohlfühlen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie sich das anfühlt. Bevor du einen Stuhl kaufst, so kaufst du VR-Zeug. Ja, dann musst du das als Donut-Ziel machen. So, dann bist du gezwungen, einen Stuhl zu kaufen. So. Oh, Lucius. Warum? Kann ich eins davon nehmen? Warum hat sie das getan? Wo hatte ich die Kamera her? Hier, oder? Nee. Aus welchem Zimmer hatte ich die Kamera? Aus dem Gästezimmer? Nee. Jetzt ernsthaft, wo hatte ich die Kamera her? Hier nicht. Aus dem Zimmer meines Vaters, ne? Du musst sie doch vom Tischkauf erholen. Kann ich eigentlich durch das Loch auch auf der Seite gucken? Vor allem, das ist schon... Hier, das ist schon ein sehr offensichtliches Loch. Warum ist niemand auf die Idee gekommen, das mal zuzumachen? Aktualisiere. Ja, okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine PS4 mit VR-Brille. Und da habe ich nur Resident Evil 7 und Beat Saber drauf. Leider bei der PlayStation Beat Saber hat man nicht alle Songs, die es für die Steam-Version gibt, glaube ich. So, ich glaube, ich muss da hoch ins Arbeitszimmer von unserem Dad. Ja, stimmt, für VR gibt es nicht so viele Titel. Aber manche Titel, die sind mega mit VR. Darunter fällt auf jeden Fall auch Beat Saber. So, wo ging es nach oben? Hier. Hier hatten wir irgendwo
Aber wenn dann mal was rauskommt, ist das der absolute Knall. Ja, das auf jeden Fall. Oder zumindest manchmal. So, was war das Passwort eigentlich hierfür? Die ersten zwei Zahlen haben wir. Ich habe den Rest leider nur vergessen. Ich bin jetzt einen Monat hier. Was glauben Sie, wie lange Sie eine wertvolle Polizeiressource als Aufpasser für diese Snobs verschwenden können? Gute Frage. Hier war das, ne? Warst du kürzlich im Weinkeller? Dort ist etwas, das du dir unbedingt ansehen musst. Du wirst es sicher finden. Ja, Opa, wir waren da schon. Nein, nicht Opa, Großvater, oder? Sieh dich nur um. Ich bin sicher, du wirst es finden. War hier nicht irgendwie was? Siehst doch, er hätte was hier gesehen, wo ich die Kamera her hatte. Und Fabius weiß ja auf jeden Fall Bescheid, dass wir das Kind eines Teufels sind. So. Das erinnert mich daran, dass hier eine Karte auf dem Tisch saß. Die Karte. Stimmt, wir müssen in den Weinkeller. Da in den Geheimkeller. Würde ich hier gerne runterspringen. Wir müssen in den einen speziellen Raum. In Hales Wohnzimmer müssen wir jetzt rein. Vorausgesetzt, ich finde den Weg wieder dahin. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik. Hallo, Lucius. Hi. So. Jetzt müssen wir da hinten. Oder? Hier ist auf jeden Fall ein Gürtel. Und ich glaube, der Gürtel wird nicht für Dingens benutzt. Sondern für was anderes. Wenn man mal unartig war. So, aber okay, jetzt bin ich hier, aber... Warte mal. So, Weinkeller, Secret Door. Geheime Tür, ja. Jetzt bin ich hier. Oder gibt es hier einen speziellen Wein, den ich finden muss? Anscheinend hat er wirklich Gefühle für Jovita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Ja. Jetzt waren wir da, aber... Vor allem eigentlich, warum sind
Ist Lucius so blass? Gab's hier sonst noch irgendwie was? Nee. Was meinst du damit? Du glaubst, sie hatten eine Affäre? Hast du die Kassette schon gefunden? Hallo, Liebling. Ich habe die Kassette nicht gefunden. Ich suche aber auch nach was anderem. Ich muss Tom irgendwie vergiften. Na, hier nicht. Brauche ich von da oben? Aber wo war denn das, was wir suchen? Ich mache erstmal alles kaputt. Wir haben Gift auf jeden Fall. Flasche mit tödlichem Gift. Okay, die kann ich nie kaputt machen. Okay, das kann ich auch nicht kaputt machen. In der Küche. Hier muss es doch irgendwo Alkohol geben, oder? Gibt es Bananen. Das andere kann ich nicht lesen hier. Das kann ich auch nicht lesen. Wheatflour. Wie vergifte ich ihn nochmal? Wie viel hat er noch? Immer noch 5? Okay. Ja, schmeißen wir mal die Schuhe raus. Zählt das auch als Schmutzwäsche? So, Gästezimmer. Ach so, Tom wohnt im Gästezimmer, okay. Kann ich das einfach hier... Ich muss jetzt allein sein. Ich wollte gerade an die Flasche. Warum? Warum ist noch eine? Gibt's hier irgendwie was? Wie konnte sie das tun? Warum sollte sie so etwas tun? Ich frage mich, ob hier noch irgendwie was gibt. Hier vielleicht? Oh! Ja. So. Ich habe die Kammer gefunden. Es muss hier etwas Nützliches geben. Ich habe etwas vom Gift aus der Kammer in Toms Whiskyflasche gegeben. Oh, Lucius. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Zu stark? Ich
Okay, es ist aktualisiert. Ich habe bei Tom eine vergiftete Flasche platziert. Er hat nichts bemerkt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die Szene. Du! Das warst du! Du kleiner Scheißer! Du hast das alles getan! Du! Okay, er weiß Bescheid. Und wir sind mächtiger. Aber er ist nicht mehr unser Problem. Tom, ich bin es. Charles, mach bitte die Tür auf. Oh, Scheiße! Nein! Nicht das! Nein! Nicht das! Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner. Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Ob das was bringt? Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren. Können wir ihn... war da nicht irgendwie was beim Demake auf jeden Fall? Vater! Hallo, Lucius. Hast du wieder ein Geschenk für mich? Das machst du gut. Aber ich bin der niederen Opfer müde. Dienstmädchen, Butler, Buchhalter, Trinker. Glaubst du nicht, es ist Zeit, den Einsatz zu erhöhen? Ja. Vielleicht machen wir das hier ein wenig persönlicher. Es gibt ein paar hinterhältige Schlangen in deiner Familie, Lucius. Du musst sie wie Unkraut jäten. Lass mich dir etwas anderes zeigen, was dir auf deiner Reise nützen kann. Du kannst die Leute dazu bringen, Dinge zu vergessen. Das kann sehr nützlich sein. Okay, wenn du erwischt wirst, passiert das hier. Du hast nur begrenzt Zeit zur Reaktion. Okay, 4 drücken, zeige auf die Person, die dich entdeckt hat und klicke sie an. Was für ein vielversprechendes Talent. Sie wird alles vergessen, sodass du deine Arbeit fortsetzen kannst. Je mehr auf dem Spiel steht, mein Sohn, desto mehr Macht kann aus deinem Opfer gewonnen werden. Sieh näher auf deine Familie, Lucius. Mach mich stolz. Nice, jetzt können wir Leute zum Vergessen bringen. Eigentlich ist das geil, wenn man Sachen einfach vergessen könnte. Fände ich super, wenn ich auch diesen Trick hätte. Ich
würde auch gerne einiges abdecken. Das Glas ist auf dieser Seite. Jetzt konnte ich nicht zu Ende lesen. So, wenn ich gewinne, ist dein Papier nicht im Spiel. Verlierst du die Wahl auf Schere. Spiel? Was? Also Stein? Irgendwas mit Stein? So, okay. Wer ist jetzt das Ziel? Das ist jetzt die Frage. Wir haben übrigens auch noch nicht alles an Wäsche gefunden, oder? Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe sortieren. Wir haben noch nicht alles gemacht. Lucius, darf ich dich etwas fragen? Oh, lass gut sein. Ich bin nur ein wenig töricht. Ich glaube, sie hat uns auch im Visier. Ein Glas von Mutters kleinem Helferliebling. Das ist alles. Ja, die Musik wird auch immer geiler. Immer dämonischer. Oder teuflischer. Ja, ich glaube, man... Diabolisch nennt man das dann, glaube ich, oder? So, Teezimmer. Ich bin so müde. Ich sollte nach einer neuen Arbeit suchen. Das ist einfach zu viel. Oh, hallo Lucius. Hi. Und wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss sie auf deinen Vater warten. Hallo, so. Junge. Will und Michael. War das mit denen nicht irgendwie irgendwann mal ein Doppelmord oder so? Und warum wartet er immer dort auf meinen Vater? Kann es sein, dass Fabius jetzt mein Ziel ist, also Großvater? Oder warte, unser Lehrer vielleicht? Hier, er, oder? Du, Lucius, ich habe auf dich gewartet. James. James ist unser Lehrer. Weiter mit unserem Buch, der selbstsüchtige Riese. Der selbstsüchtige Riese. Dann war Frühling und überall, Land auf, Land ab, sahen oh kleine Blüten und kleine Vögel. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war noch Winter. Dort sangen keine Vögel und die Bäume vergaßen zu blühen, weil keine Kinder mehr da waren. Sind wir fertig? Geht es dir gut, Junge? Nach Tom. Wer ist jetzt eigentlich unser Ziel? Fabius? Hier waren wir eigentlich noch gar nicht. Kann das sein? Auf der Seite. Die Räume absuchen. Eine blaue Socke. So. Hier ist ein Musiker. Noch ein Schlipper. Ich gehe mal in den Weinkeller nochmal. Wie kann ich dir denn helfen? Ich bin so müde. Ich sollte nach einer neuen Arbeit suchen. Das ist einfach zu viel. Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert? Ich glaube, ich muss hier hin, oder? Ist Großvater da unten?
Wir müssen ja immer die Opfer erstmal raussuchen. Okay, Fabius ist nicht da. Wer wäre unser nächstes Ziel? Tom war ja unser Onkel. Und ist das nicht persönlicher als ihn? Hallo Lucius. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Ja, was soll ich machen? Ich kann dich gerne von der Last erlösen. Ah, ich weiß schon. Er ist unser nächstes Ziel. Geh weg, Lucius. Antonio. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasenmäher sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde er gerade aus der Disco kommen? Hier haben wir einen Stein. Okay, nicht machen, solange uns jemand sieht. So, okay. Er mäht interessant. Wo kommt dieser Felsen her? Er will wohl den Rasenmäher wieder zum Laufen bekommen. Das könnte meine Chance sein. Ich glaube, ich muss ihn kontrollieren. Kann das sein? Dios mio! Was ist passiert? Das war nicht genug. Er hat es geschafft, der Klinge zu entkommen. Ja, jetzt. So. Ich liebe das irgendwie hier. Wochenlang schlief ich nachts nicht richtig. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung. Und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Okay, Großvater ist weg. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals.
Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nancy verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. Fabius weiß Bescheid. Ich glaube, der hat Lucius verkauft an den Teufel. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lagle aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Schlucken euren Jesusmüll! Aber runter von meinem Rasen! Oder ich gebe euch Grund zum Beten! Geh mit ihrem Mist auf meinem Grund hausieren! Sieh zu, dass sie verschwinden! Lucius ist schon ein bisschen unheimlich. Ah, der schon wieder. Ja! Der Folterkeller kommt in Einsatz. Warum geht er in den Keller? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dental Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also ist bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Okay, Vater kommt uns wieder besuchen. Ah, Lucius.
Welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Ja, oder? Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler-Lusches. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Machst du gerne Feuer? Ja. Feu, feu. Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen. Ja, oder? Aber ich zeige dir einen besseren Weg. Okay, 5. Um damit anzufangen, Macht aufzubauen, drücke und halte Maus 1. Wenn du loslässt, wirbelst du einen Feuerball auf dein Ziel. Oh, das ist sehr gut. Ja, wie können wir Feuer spielen? Entschuldigung, meine Stimme. Versuche, diese Person zu töten. Achte auf ihre Gesundheitsanzeige. Sie sollen brennen. Hör mir jetzt zu, Lucius. Diese Fähigkeit kann nur manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit, aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Oh nein. Ich will das öfters benutzen. Ich will die Leute brennen sehen. Verrat. 1. April 1973. Okay, wer kommt in mein Zimmer? Der Großvater? Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Es ist Großvater. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Okay. Okay, steht jetzt immer noch für... Ah, okay. So, Antonio? Haben wir abgeschlossen. Das Gras kann wieder wachsen. Fabius. Großvater Fabius. Mein Großer hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Okay. Wir wollen die Taschenlampe benutzen. Und zur Not... Das war, glaube ich, der Vergessenszauber. Hier komme ich nicht durch. Hier auch nicht. Hier. Ich wurde direkt erwischt. So, ich überspringe das mal. So, was steht da jetzt gleich? Und auch der König und seine Männer, Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Da hinten komme ich ja nicht weiter.
vorne. Muss er, glaube ich, kaputt machen. Okay, sie bewegt sich in diese Richtung. Oder? Okay, sie ist dahin gegangen. Mist! Ich hab doch den Vergessenszauber, Mann! Ja. Schnell weg. Misty wird uns jetzt gleich sehen. Noch drei vergessen. Okay, hier an ihm muss ich vorbei. Ja, ja. Hey, Lucia, keine Sorge. Das ist nur ein Stromausfall. Okay, wir haben es geschafft. Wir hatten sehr viel Vergessenszauber machen müssen. Ich sehe nichts. So. Ja, es kommt in Einsatz. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Okay. Er wird unser Blutopfer. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich liebe das gerade irgendwie. Ich glaube, das Spiel ist extra für mich gemacht. Kann das sein? So, 5. Wir müssen die Kerzen definitiv anzünden. 5. Nicht angezündete Kerzen. 5. Hallo. Okay, dann nicht. Die sind alle richtig. Okay, was muss ich machen?
Ah, genau. Warte, erst einmal hier. Neues Inventarobjekt. Das muss hier hin. Auf die Taschenlampe. Wo ist die Taschenlampe? Da. So, muss das hier hin? Nein. Auch nein. Fabius? Großvater hat mir erzählt, er stecke hinter dem Pakt mit Lucifer, meinem wahren Vater. Er will, dass ich den Opfertisch vorbereite. Er gab mir die Schuld für diesen Reporter. Ich mache den Tisch besser fertig. Eine der Tasten ist zerbrochen. Sie wird kein Blut halten können. Ich muss sie reparieren. Ist mein Kleber im Studierzimmer, Schreibtisch im Westflügel? Ah, nein, ich muss da wieder zurück. Ist das kaputte Ding? So, eines muss hier hin. Ah, das war kaputte. Stimmt, das Kleber. Den Kleber habe ich nicht. So, jetzt brauche ich erstmal die Taschenlampe wieder. Nein, ich darf den ganzen Weg hier absuchen, um Kleber zu finden. Das war aber auch deutlich einfacher im D-Make. Ich hoffe, die sind alle schon schlafen. Stecken die da fest oder was ist mit denen? So, jetzt ist die Frage, wo ist das Studienzimmer? Nach draußen kann ich nicht. Kann ich nicht. Hier ist die Bücherei. Da kann ich wieder nicht rein. Hier haben wir die Tür. Auch nicht. Wie komme ich zum Studienzimmer? So, wir sind hier. Wir müssen in den Zimmer, glaube ich. Oh, das ist mein Zimmer. Da ist ein Raum, wo wir noch nicht waren. Okay. Oder ist... Ne, das müsste eigentlich das Zimmer sein, ne? Und hier ist das, wo wir eigentlich hin müssen. Aber wir kommen da nicht hin. Wo... Nee, wir müssen einen anderen Weg finden. Weil wir da nicht durch können. Wie kommen wir nur dahin? Ich glaube, wir müssen an denen vorbei, hier in der Lobby. Ich habe eine Idee. Wenn die da hinten feststecken. So, Studie.
Da war jemand. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein. So, jetzt schnell da durch. So, Studienzimmer. Die Tür ist zu. Klebstoff, da haben wir's. So, das hier kommt. Nein, wo ist der Klebstoff? Ich sehe das nicht. Doch, hier. So. Treppe, war die hier? Das war das Badezimmer. Das war Agnes Zimmer. Oh oh. Lucius, warum bist du auf? Nein! Sofort wieder in dein Bett. Ich hatte auch 4 gedrückt. Ach nein, alles wieder von vorne. So, okay, Taschenlampe. Nochmal für Stromausfall sorgen. Kommen wir hier jetzt durch? Nein. Also wir müssen durch das Zimmer von Mutter. Und erstmal einen Weg ins Studierzimmer finden. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Hier ist Badezimmer. Ach, wieder der. Warum muss das auch immer so dunkel sein? Okay, ich muss da hinterher. Da kommt jemand runter. Ach nö, warum kommen die jetzt alle wieder runter? Dann noch einer runter, oder? Den der Klebstoff viel, viel früher holen sollen. Das ist keine gute Idee. Mist, Mist, Mist. Ist hier noch eine Tür? Kann ich mich hier verstecken? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Okay, der ist weg. Der ist hier eingebogen. So.
jetzt erstmal den Weg wieder runterfinden. In der Hoffnung, auch nicht dabei gesehen zu werden. Ist er schon vorbei, oder? Schnell, 4, 4, 4. Du hast mich erschreckt. Was hast du vor? Aus dem Weg! Ins Bett, bevor deine Mutter dich sieht. Mist, Mist, Mist. Okay. Hier falsch. Da müssen wir lang. Okay, der wird uns gleich sehen. Ne, doch nicht. Boah. Sie schon wieder. Okay, hier ist keiner. Der Mörder ist die ganze Zeit im Haus. So, jetzt sind wir hier. Komm, die Katzen sehen wir uns gleich nochmal an. Ich bin da, Opa. Also wurdest du hergeführt. Du hast die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie etwas bemerkt. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Dies ist das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. So, diesmal haben wir den Kleber. Das heißt, wir können diesmal alles richtig machen. So. Das eine kommt hier hin. So. Das kommt nicht hier hin. Okay. Das kommt hier hin. Das kommt. Hier hin. Und das muss damit gemacht werden. Das muss dann. Hier hin. Objekt wurde korrekt verwendet. So, jetzt muss ich die Kerzen irgendwie anzünden, oder? Liegt hier irgendwie was? Streichhölzer? Damit? Ah! Mit den Streichhölzern darf ich das. Gut, dass ich die noch habe. So, was fehlt noch?
Wayne Preston? Der Gürtel, darf ich ihn auspeitschen? Darf ich ihn nicht mit dem Gürtel auspeitschen? Hallo, mein Junge. Steht hier was Neues? Eine Tasse. Ja, ja, das kennen wir. Was war mit dem Gürtel jetzt? Ah! Gut. Lass uns mal sehen. Was haben wir jetzt hier? Er glaubt, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. So. Jetzt darf ich da ran. Ein Dolch. Ich mag das Kind. Ach, mein Kopf. Was ist das für ein Ort? Was zum Teufel? Lass mich einfach gehen. Okay, Körner? Nein. Hey! Okay. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Muss ich ihn jetzt anzünden? Ja. Heilige Scheiße! Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn. Wird dich im Zaum halten. Oh nein. In den feurigen Ofen. Okay, ich muss in der Nähe von den Kreuzen bleiben. Mist. Nee, falsch. Alter. Ja, okay. Jetzt in Zeitlupe? Wayne! Fabius hat ihn ertappt, als er im Anwesen rumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Ich andererseits habe Fabius niedergestochen. Ich kann fühlen, wie etwas durch meine Adern rast. Die Flammen der Hölle durchströmen mich. Wayne hat die Kreuze gedreht, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. So. Warum ist jetzt Zeitlupe wieder? Okay. Zwei Tote an einem Abend, nice.
Den Code vom Tresor haben wir aber immer noch nicht gefunden. Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heiliget einen Streit, erwecket die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ach, das ist nur Aberglaube. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? Das ist nur Aberglaube. Lucius ist nicht besessen, nein. Einschussbildung. Ach so. Müssen wir jetzt den Lehrer töten? Jetzt müssen wir den Code kommen, ne?